In der Sozialbranche steigt die Gewerkschaft morgen auf die Barrikaden. Sie organisiert Warnstreiks, auch in Salzburger Betrieben. Die Gehaltsverhandlungen sind ja gestern neuerlich gescheitert. In einzelnen Unternehmen werden also Pfleger, Sozialarbeiter und Pädagogen morgen die Arbeit niederlegen. Sie fordern mehr Geld und kürzere Arbeitszeiten. Andreas Heyer mit Einzelheiten. Private Pflegekräfte sollen künftig nur mehr 35 Stunden pro Woche arbeiten, geht es nach der Gewerkschaft. Auch die angebotene Gehaltserhöhung von 2,45% sei nicht ausreichend. Die Gewerkschaft fordert eine Angleichung an die Gehaltsstruktur der Pflegekräfte im Landesdienst. Die verdienen im Schnitt rund 300 Euro mehr pro Monat. Daher wird morgen bei Lebenshilfe, beim Verein COCO und dem Verein Anderskompetent gestreikt. Insgesamt rund 500 Mitarbeiter werden ihre Arbeit am morgigen Tag niederlegen. Am Freitag soll dann im Hilfswerk ein Warnstreik den Betrieb lahmlegen. Allein in Salzburg dürften etwa 1500 Beschäftigte bei Lebenshilfe, Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Promente, Volkshilfe und anderen Sozialvereinen und Institutionen von den Kollektivverhandlungen und Gehaltsdebatten direkt betroffen sein. Und jetzt am Abend haben sich Vertreter der Sozialbranche und der Gewerkschaft mit Salzburg-Soziallandesrat Heinrich Schellhorn getroffen. Über die Verhandlungsergebnisse berichten wir in den Frühjournalen von Radio Salzburg.